Was mache ich, wenn ich den Eindruck habe, dass es dringend notwendig ist, dass wir eine Paartherapie oder ein Paar-Coaching in Anspruch nehmen und ich aber vermuten muss, dass mein Partner oder meine Partnerin überhaupt kein Interesse an einem Paar-Coaching oder einer Therapie hat? Wir haben uns heute entschlossen, dass wir ein Rollenspiel machen, damit ihr einfach wirklich einmal einen Eindruck habt, wie kann man da in Kommunikation treten mit dem eigenen Partner, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, ich möchte dem jetzt eigentlich näher bringen, dass Es gut wäre, es gut wäre, dass man ein einen Paar-Coaching, Paar-Therapie, was immer macht, ja. genau. Magst du was zum Trinken? Danke. Darf ich ein bisschen zu dir sitzen? Ja, aber ich tue eigentlich gerade lesen. Dann kannst du natürlich schon hersetzen. Kannst du dir vorstellen, ein bisschen mir Zeit zu widmen? Warum geht's denn leicht? Das würde ich dir dann sagen, wenn du Zeit hast. Gut. Dann haben wir da Zeit für die. Ich würde dich eigentlich fragen, wie es dir so geht mit unseren Konflikten, weil in der letzten Zeit ja doch relativ viele Konflikte gehabt haben, wo es ganz schön zur Sache gegangen ist. Weißt du, so streitsüchtig bist, steckt denn dann mehr? Hast den Eindruck, ich bin so streitsüchtig. Schau. In Wörgelstöbe. Ich nörgel immer. Und bist nur glücklich? Es passt. Es passt. So im Mittelbereich, gell? So grob richtig. Mittelbereich, ja, genau. Wo glaubst du, dass ich bin, wenn ich doch so streitsüchtig bin? Naja. Müsste es eigentlich ein bisschen verändern, damit es wieder besser wird. Nein, ich meine jetzt von wie glücklich, dass ich bin. Ja. Überragend wird es nicht sein, aber auch nicht arg. Also, wenn ich ehrlich bin, in der letzten Zeit oder eigentlich im Grunde genommen schon die letzten anderthalb Jahre, 1,5 Jahre. habe ich schon gefunden, dass unsere Beziehung ja auch sehr anstrengend ist und sehr belastend. Wieso Und das? ja, eh, weil wir so viel streiten. Ja, muss so viel streiten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir drehen uns im Kreis, wir kommen da nicht wirklich weiter. Ja, aber wenn du nur nicht so viel streiten darfst, dann passt das eh. Ja, was der, das ist eben das Problem. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob ich so viel streite oder ob du der Grund bist. Aber Also ich bin der Grund. ja, wir sollen beide einen Beitrag dazu leisten. Was der ein Scheit alleine brennt nicht, heißt so schön. Aber das, was mir ein bisschen Sorge macht, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, es wird schlimmer. Schlimmer, okay. Gut. Was heißt das? Dass ich das nicht will und dass ich mir einfach wünsche, dass es uns wieder besser geht miteinander. Ja. Du musst das ein bisschen verändern und dann wird das schon. Was der, ich habe gerade gesagt, ein Scheit alleine brennt nicht. Das Wandern müssen uns beide verändern. Ja, weil dass du meistens herumnörgelst, ist aber offensichtlich. Ja, aber vielleicht habe ich einen Grund dafür. Was heißt das denn Grund? Na, schau Steckt's ja, denn mir zum aber Nörgeln? warte ein bisschen. Jetzt haben wir genau gleich wieder dort, dass wir innerhalb kürzester Zeit wieder streiten anfangen. Gut, dann. Ja. Also, warum ich mir jetzt eigentlich hergesetzt habe und warum ich dir da jetzt was zum Trinken gebracht habe, ist, weil ich da eigentlich sagen wollte, dass mir unsere Beziehung wichtig ist und dass ich will, dass es uns wieder besser geht miteinander und dass es besser funktioniert miteinander. Und ich bin ja bereit, was dafür zu tun. Aber ich habe eben jetzt so den Eindruck, andererseits habe ich den Eindruck, dass da du nicht glücklich bist. Du ziehst dich eben zurück, du liest viel und Ist ja nicht schlecht, wenn man liest. nein, es ist super, dass du liest, finde ich ja toll. Aber manchmal habe ich, kommt es bei mir ein bisschen so an, wie wenn du dich lieber auf deinen Raum zurückziehst, damit wir uns nicht wieder verhaken können. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie geht's dir denn wirklich in unserer Beziehung? Bist du glücklich? Glücklich, ja, das passt, sage ich dir, ja. Es ist nicht
Klar konnte man glücklicher sein. Man sieht, am Anfang ist es sicher nicht mehr, ja, das ist eh klar, aber das ist eh bei alle Paare so. Ja, ich kenne schon, aber ich bei denen ist nicht. Bei wem zum Beispiel, wen kennst du? Bei Robert und Christina zum Beispiel. Ja, das ist eine Ausnahme, aber. Die meisten. Also, ich habe einfach den Eindruck, wir drehen uns im Kreis. Wir haben immer die gleichen Konflikte, es sind immer die gleichen Themen und wir verhaken uns, wir kommen aber eigentlich zu keiner Lösung. Und wenn ich die beobachte, habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass du auch nicht wirklich glücklich bist. Du arrangierst dich halt irgendwie damit, aber glücklich bist nicht. Und wenn ich einfach mich selber anschaue, dann merke ich einfach, dass ich immer gereizter und gereizter werde. Ich finde es einfach auch sehr, sehr anstrengend, diese Streits. Ich merke, dass mein Energielevel einfach runtergeht. Und ich merke einfach, dass wir uns in einer Abwärtsspirale befinden. Wir können ja nicht einmal im Urlaub nicht streiten. Also selbst dann, wenn nichts ist, streiten wir auch. Ja, gerade im Urlaub, da streiten ja viele Paare, das kennen wir eh. Ja, schon, aber also einfach das Verhältnis von den Sachen, die schön sind, die wir genießen miteinander, und den Sachen, die einfach anstrengend sind, das passt eigentlich nicht mehr. Und ich will aber, dass das wieder gut wird. Ich will, dass es uns gemeinsam wieder besser geht. Aber um es jetzt einmal ganz klar zu sagen, ich habe das Gefühl, wir schaffen es allein nicht. Also das heißt, wir schaffen es allein nicht. Wir reden einfach so aneinander vorbei immer. Ja, immer. Immer ist doch nicht wahr. Ja, okay, nicht immer, aber sehr häufig. Manchmal. Also wir haben gestern einen Konflikt gehabt. Wir haben am Sonntag. Ja, das war ja wegen, ja. Wegen okay. Mir, ja. Ja. Ist ja egal, warum, ja. Aber einfach, wenn man sich anschaut, wie oft haben wir gehabt, gestern haben wir gehabt, am Sonntag haben wir gehabt, letzten Freitag haben wir auch einen gehabt. Und ich weiß nicht, ob es da aufgefallen ist, aber die Kinder verziehen sich auch schon immer in die Zimmer. Ja, weil du halt so nörgelst, das spüren die auch, dass da halt eine Unzufriedenheit da ist und dann also haben sie halt Angst. Das kann schon alles sein. Ich will ja gar nicht jetzt auf das eingehen, wer jetzt schuld ist dran, sondern ich will einfach nur feststellen, dass wir einfach jetzt seit einiger Zeit und also schlimmer geworden ist seit anderthalb Jahren jetzt wirklich, aber eigentlich ist es ja immer schlechter geworden und dass sich das nicht verändert und wir müssen den Trend umkehren. Es muss wieder positiver werden. Und mein Eindruck ist, wir brauchen irgendjemanden, der von außen da drauf schaut und der uns hilft, wie wir die Themen, die wir regeln müssen, auch besser regeln können. Ja, was willst du jetzt, der Therapie machen oder was? Ja, oder Coaching. Coaching, was ist ein Coaching? Ja, die lernen dann halt, wie man als Paar besser miteinander spricht, damit man einfach sich nicht so schnell verhakt. Ja, aber reden kann ich selber auch. Was soll man da noch was beibringen? Naja, offensichtlich können wir zwar nicht so miteinander reden, dass wir uns nicht verhaken. Das sollte uns jemand beibringen. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Warum denkst du? Naja, diese Psychotanten, dann, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Die sind ja selber meistens auch ein wenig. Und dann. Naja, was wäre denn sonst dein Vorschlag? Was können wir sonst machen, damit es wirklich besser wird? Und sag jetzt bitte nicht, ich soll nicht mehr nörgeln. Ja, das war aber schon gut. Ja, okay, aber weißt du, du kennst ganz genau die Punkte, die ich dir immer vorwirf und wo ich immer sage, du musst das ändern. Du kannst ja mit mir zum Beispiel mal ein Computerspiel spielen. Ja, okay. Ich würde auch mit dir mal ein Computerspiel spielen, wenn du mit mir einmal essen gehst und wir gemeinsam in Ruhe reden. Und nämlich über persönliche Themen und nicht übers Autofahren und übers Computerspielen oder irgendwas. Dann würde ich das machen. Wenn du tust, jetzt redet über nichts anderes. Ist ja auch nicht wahr. Mein Eindruck ist, dass du Themen, wo es um die persönlich geht, nicht sehr gern magst. Manchmal vielleicht, aber doch nicht immer. Wir müssen jetzt aufpassen, weil sonst verhacken wir uns wieder in das, wer hat jetzt recht, wie was ist, ja. Also ich will einfach nur mal feststellen, wir haben immer mehr Konflikte. Der Haussegen hängt immer öfters schief. Und die Spirale geht eher nach unten als nach oben. Und ich merke einfach, dass meine Energie immer weniger wird und ich habe auch das Gefühl, dass bei dir die Energie immer weniger wird. Ich merke, dass wir oft schon
beide so leicht schon gereizt reagieren, wenn der andere was sagt, weil wir uns einfach gegenseitig schon so oft verletzt haben oder ja, wie immer du das nennen wollen würdest, ja. Und man braucht oft nur mal so tun und der andere geht schon auf. Weil wir halt einfach immer wieder die gleichen Themen haben. Und das ist für die anstrengend und das ist für mich natürlich auch anstrengend. Und für die Kinder ist auch anstrengend. Und was denn? Ja, ich kriege jetzt langsam einen Hunger, ehrlich gesagt. Ja, wir können auch danach gerne nochmal weiterreden, aber grundsätzlich wäre es mir jetzt eigentlich schon wichtig, dass du jetzt mal kurz da bleibst noch. Wir können auch dann schnell was essen, das machen wir dann auch schnell. Mhm. Aber ich möchte jetzt... Ja, aber ich habe bloß den Kühlschrank noch jetzt. Bitte? Haben wir bloß den Kühlschrank noch, oder müssen wir essen? Ja, gell? Wir haben genug da. Mhm. Was, das ist so jetzt so ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, okay, es ist da jetzt unangenehm und jetzt... Ich habe wirklich einen Hunger. Glaubt es mir. Und jetzt versuchst du halt da so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, aber... Ja, Essen ist ein Grundbedürfnis, ich meine, das kann man nicht aus der Affäre ziehen. Da. Bist du bereit, dass wir nachdem wir gegessen haben, über dieses Thema weiterreden? Ja. Aber ohne, dass nebenbei der Fernseher läuft? Ja. Möchtest du auch, dass es uns besser geht? Ja, klar, wie man das Beste ist, aber ich weiß trotzdem nicht, dass es was bringen soll, damit diese Psychosachen da. Ja, dann musst du schauen, okay, wenn das war jetzt mein Vorschlag, ja. Wenn du jetzt den Eindruck hast, diese Psychosachen bringen es nicht, dann mach bitte konkrete Vorschläge, die von deiner Seite kommen. Nicht nur sagen, ich muss mich ändern, sondern was du verändern kannst, damit es besser wird. Und dann können wir das auch testen. Und können schauen, wird es dann besser. Und wenn es nicht besser wird, dann würde ich mal schon vorschlagen, das ist so ähnlich, wie du bringst ja dein Auto auch zum Service. Ich bin ja kein Auto. Nein, eben. Du bist viel komplizierter wie ein Auto und brauchst viel mehr Service wie ein Auto. No. Und zum Zahnarzt gehst du auch und was ist ich was alles. Ich war auch nicht so gern. Das ist ja. Ja, niemand macht das gern. Das Auto kostet immer einen Haufen Geld und in der Werkstatt. Ja, aber eben, wenn wir das, was wir fürs Auto ausgeben, nur einen Bruchteil davon dafür ausgeben, dass uns zwar wieder besser miteinander geht, dann ist ja das was wert. Und ehrlich gesagt, eine Scheidung kostet noch wesentlich mehr. Du willst dich scheiden lassen, gleich. Nein, wir leben nicht. Aber ich will wirklich, dass wir unsere Beziehung verbessern und wenn wir nichts verbessern, dann wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir uns nicht mehr anschauen können. Und das will ich nicht, weil dafür bist du zu wichtig und dafür ist unsere Familie zu wichtig und ich will, dass wir das in den Griff kriegen. Mhm. Und wir können alle möglichen Sachen probieren, aber wir müssen was tun dafür. Hm? Schlimm ist ja das nicht. Mhm. Okay. Weißt du was, jetzt lassen wir es mal sacken, aber ich habe von dir das Versprechen, gell? Das hast du mir versprochen, dass wir weiterreden können. Mhm. Und jetzt mache ich da mal was Leckeres zum Essen und dann schauen wir weiter, okay? Okay. Passt. Danke, dass du zugekocht hast. Ja. Und ich tue es nicht, weil ich lästig sein will, sondern weil du mir wichtig bist. Nein, das glaube ich da eh. Mhm. Das glaube ich da schon. Bin ich da ein bisschen wichtig? Ja, klar bist du wichtig. Das ist fein. Okay, jetzt ja. Mache ich mal was zum Essen. Ja, dann machen wir was essen. So, das war jetzt ein spontaner Versuch, eine Gesprächssituation nachzustellen. Wir werden jetzt eine Einleitung noch voranstellen an das ganze Video. Was waren jetzt so die wesentlichen Teile davon? Naja, seine Rolle war ja, er ist ein bisschen karg, er sieht nicht so ganz das Thema, hat das Gefühl, das ist eher mehr bei ihr. Mhm. Und wenn sie nicht so viel nörgeln tat oder so streitsüchtig war, dann wäre ihr alles gut. Mhm. Aber wenn du jetzt da so in dieser Rolle warst, glaubst du, es wäre bei ihm dann irgendwie angekommen? Also ich glaube ja. Ich glaube, dass du sozusagen jetzt in der Rolle als Frau sehr gut gemacht hast, obwohl ich ja grundsätzlich auf Widerstand war,
hätte ich das Gefühl, dass ich trotzdem sage, ja, schauen wir halt mal hin zu seinem Termin. Mhm. Zumindest, ja. Mhm. Und weil du hast ja recht im inneres Bild davon gehabt, wie so ein Mann sein könnte, mhm, und wie sie der, also durch deine Arbeit mit Menschen, weißt du ja, was für Situationen es, mhm, da gibt. Du hast trotzdem das Gefühl gehabt, dass er dann irgendwie weichgeklopft wird, also im positiven Sinn. Ich glaube, dass das möglich wäre, selbst wenn er ein bisschen karger ist, so wie dieser von mir jetzt gespielte Mann, der in der Kommunikation doch sehr eingeschränkt, ein bisschen verkümmert ist, ja. Dass der trotzdem, wenn jetzt eine Frau liebevoll auf ihn zugeht und offen ist und das mit für Ich-Botschaften verquickt, dass der Mann dann auch bereit wird, zumindest einen Termin mal auszumachen. Mhm. Und das wäre ja ein Riesenschritt, weil wenn der sozusagen dann immer in einem professionellen Setting ist, wie es so schön heißt immer, dass dann eh was passieren kann. Und dann kann man sagen, okay, gibt es da Commitment, das können dann die Coaches, Therapeuten, wie auch immer, dann einfordern und auch erfragen, ob das passt. Und das ist sozusagen ein wichtiger erster Schritt, ist, dass der erste Termin ja dann wahrgenommen werden kann, ist, dass er grundsätzlich sagt, na ja, ich will eh, dass es besser wird, ich verstehe es zwar nicht ganz, was das jetzt bringen sollte, aber ich erkläre mir mal bereit, halt so einen, mhm, Termin auszumachen. Kannst und die Christina, also ja, korrigiere mich du, aber wolltest eigentlich durch ihre doch sehr einfühlsame Kommunikation und nicht, also großes konfliktvermeidendes Verhalten, nicht die Konturen schärfen, sondern eher glätten, wo was zu eskalieren droht. Und das ist, glaube ich, für heute, das grundsätzlich gut ankommt. Kannst du konkret sagen, hat es irgendwelche Sätze gegeben, die ich gesagt habe, oder etwas, das die dann ein bisschen weicher oder milder gestimmt hat? Oder, ja, du hast immer von dir gesprochen und an mich gefragt, ob ich nicht auch den Eindruck habe. Mhm. Oder wie geht's dir da? Also du hast sehr viel versucht, mich reinzuholen in, mhm, das Gespräch, in die Wahrnehmung zu bringen. Wie geht's dir denn? Was nimmst du wahr? Siehst du das nicht auch so? Mhm. Geht's dir ähnlich? Und hast schon sehr klar gesagt, dass deine Unzufriedenheit, aber ohne es auf einer Vorwurfsschiene zu kommen, dass die einfach da ist. Und das ist sicher angekommen, die Botschaft in dieser Art und Weise der Kommunikation. Mhm. Wie war der Satz für dich, dass ich gesagt habe, es ist mir wichtig, dass uns gut geht miteinander und dass uns wieder besser geht? Auch. Ja, ist ein nährender Satz auf alle Fälle. Also, ja, weil es geht ja dann nicht um einen selber nur, sondern es ist das Paar ins Zentrum gestellt und das ist was Kooperatives, Gemeinsames, was man miteinander teilt und man hat sich was aufgebaut sozusagen, das will man bewahren und das soll auch in der Zukunft so bleiben und soll sich eben wieder verbessern, dass wieder dieser ursprüngliche Zustand, der vielleicht einmal geherrscht hat, zwischen den beiden wieder hergestellt wird. Mhm. Und das ist eine sehr angenehme, gute Form erlebt. Mhm. Ja. Also ich kann vielleicht jetzt nur mal kurz von meiner Seite her sagen, dass es an mehreren Stellen natürlich diese Versuchung gegeben hätte, auf ein Hickhack einzusteigen. Also ich habe es eh dann eigentlich im Spiel, so im Rollenspiel eigentlich auch formuliert. Und da habe ich mich einfach sehr bemüht, das nicht zu machen. Also dass ich da einfach nicht in diese Rechtfertigung, wer hat jetzt recht, wer sitzt jetzt richtig, weil genau, du hast mir natürlich eigentlich mit Vorwürfen, du hast ja gesagt, ja, weil du immer so jammerst. Genau, so. Du hast die Vorwürfe super. Ja, ja. Ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Das fühlt man in der Kommunikation auch in der Rolle, dass wenn jemand jetzt nicht die Vorwürfe aufgreift und dagegen attackiert, dass dann die Stimmung eigentlich, also ich habe mir auch vorgenommen, okay, wenn ich halt da jetzt Gas kriege, dann gebe ich Gas zurück in der Rolle, aber durch dein Verhalten war das gar nicht so möglich, dass ich da jetzt voll dagegen schieße. Du bist ein bisschen ins Leere gelaufen. Genau. Ja. Ja. Mhm. Cool. Also es ist ein sehr kooperativer Verhandlungsstil, wo man die Verhandlung mal sagt, sie will, dass wir was machen, in eine Therapie gehen, mhm, oder was auch immer. Und mit der Strategie hätte die Christina sicherlich grundsätzlich mal Erfolg gehabt, glaube ich, ja. Okay, was mich nur interessieren würde, wie zentral war es für dich oder was für eine Wirkung war das für dich, dass ich trotzdem mal das Wort Scheidung in den Mund genommen habe? Ja, das ist schon mal so ein bisschen ein Schreckgespenst, mhm, weil man ja dann alles in Frage stellt, mhm, mit diesem Wort. Mhm. Also das kann vielleicht einmal Spur zu viel sein, aber es weckt natürlich auf. Ja, es ist Also ich habe es ja versucht, das zu kombinieren, dass ich sage, okay, also praktisch eine Scheidung ist noch teurer, aber ich will das ja nicht, weil ich will, dass wir zusammen, also dann habe ich praktisch gleich was Positives nachgesetzt, aber ich habe so das Gefühl gehabt, es braucht ja diesen Wake-up-Call. Ja, ein bisschen braucht es jetzt Gas, halt, weil sonst reagiert er gar nicht. Ja. Er gar nicht, ja.
Weil genau. Es passt eh alles. So diese resignative Zufriedenheit der Männer tatsächlich häufig. Also das häufig, ist genau meine Intention gewesen, diese resignative Zufriedenheit irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Diese häufig so Paare arrangiert sind ja im Pragmatismus, machen vielleicht noch tolle Reisen, unternehmen man die Kinder im Hause mit den Kindern was, aber die Paarzeit als solches ist eigentlich gekennzeichnet durch Pragmatismus und Funktionieren, aber nicht mehr durch Nähe, durch Leidenschaft, Intensität, was immer einfach noch eine Beziehung ausmachen kann. Genau. Wirklichen Austausch. Ja, aber insgesamt habe ich, und dann habe ich mir eben auch gedacht, okay, ich muss dir auch die Möglichkeit lassen, dass du sagst, du hast irgendeine Idee, was du machen willst. Also ich hätte wahrscheinlich nicht beim ersten Termin jetzt das erzwungen, sondern wenn jetzt von ihm zu viel Widerstand kommt, dann hätte ich zuerst einmal ausgearbeitet, okay, was sind seine Vorschläge, was man machen kann. Ich hätte dann auch durchaus was eingebracht. Also das heißt, wir hätten beide dann probiert, tatsächlich was zu verändern. Und die Christina hat mir immer wieder den Ball hergespielt. Damit war er gezwungen, sozusagen in Kommunikation zu treten, aber nicht auf eine Patchart, sondern einfach, du schau mal. Und dann kann man reagieren. Ja. Und dann ein Aspekt, der ja bei so Inanspruchnahme von Beratungsleistung, sage ich es jetzt mal wirklich ganz abstrakt, immer eine Rolle spielt, ist das Thema Geld. Und da ist halt auch oft ein Partner, meistens sind es tatsächlich die Männer, die dann das Geld nicht ausgeben wollen. Für kostet so ein Haufen Geld, was bringt es dann? Die Psychofuzzi ist Und da habe ich halt bewusst darauf geachtet, etwas hereinzuholen, wo der Partner oder jetzt in dem Fall mein Mann einen Bezug hat, wobei du da ja weniger Bezug hättest, weil du kein Autofreak bist, aber ich habe halt ein klassisch männliches Thema gewählt. Also das heißt, man muss irgendwie wissen, irgendein Thema, wo der Partner sehr wohl bereit ist, sehr viel Geld auszugeben und das in der Regel ja nie so wichtig ist, wie das Funktionieren der Beziehung. Und da, das ist dann fast ein bisschen ein, also da kommt man sehr schwer aus, weil man gibt natürlich für Bereiche Geld aus und wenn man dann sagt, ja okay, aber für den Bereich bin ich bereit, Geld auszugeben. Und ich bin nicht so wichtig wie das Auto. Ja, das ist natürlich schwierig, das sagt auch ein unguter Partner selten zur Partnerin. Ja. Und das Thema Service ist auch etwas, was positiv belegt ist. Ja, und auch einem Mann, der jetzt überhaupt nichts anfangen kann mit Psychologie, irgendwie trotzdem nachvollziehbar ist. Ja. Mhm. Also so, okay, ich gehe zum Service, ich gehe zum Arzt, das sind einfach Bereiche, die irgendwo, wo man vertraut sind, die jeder kennt, das macht man halt. Ja. Genau. Und da hätte ich vielleicht, also wenn er jetzt da, ich habe es gewusst, jetzt muss ich es zum Ende bringen, aber sonst hätte ich da auch noch weitergearbeitet und hätte zum Beispiel auch gesagt, schau, früher ist man halt zum Pfarrer gegangen, es hat immer jemanden gegeben. Der Pfarrer, den kann ich gar nicht riechen. Ja, also das heißt halt irgendwie versuchen, auf die Lebenswelt des Partners auch einzugehen und eine Verbindung herzustellen für Bereiche, die ihm oder ihr nachvollziehbar sind. Ja. An dieser Stelle lassen wir das jetzt und wir hoffen, ihr habt jetzt irgendwie ein bisschen eine Idee bekommen, einen praktischen Einstieg gekriegt, das mitging. Also, ich war jetzt auch ganz überrascht, die Christine hat mich überfallen mit der Idee. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, also es war spontan, ungeprobt. Also, du hast nur gewusst, du musst ein bisschen einen störrischen Partner. Genau, ist ein bisschen einer, der ein bisschen Widerstand leistet und wie immer ich das gestalte, ist mir oblag meiner Männlichkeit, Ja, dennoch, wenn euch das wieder gefallen hat, gerne wieder den Daumen hoch, leitet es weiter, liked es, da könnt ihr uns helfen, den Kanal aufzubauen. Alles Liebe. Tschüss, Baba.